Ja, herzlich willkommen zum Webinar Bewerbermanagement für Microsoft SharePoint. Ich darf Sie auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Wir wollen Ihnen heute neben unserer Unternehmensvorstellung natürlich das Bewerbermanagement nahebringen, also eine kurze Einführung und dann tatsächlich auch schon in die Live-Vorstellung des Bewerbermanagement gehen. Dann werden wir noch ein bisschen was zum Thema Dokumentenautomation erzählen, beziehungsweise der Christian wird das nochmal ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Da geht es eigentlich um die DOC 42 Features und zum Abschluss, was sicherlich auch dazu gehört, nochmal so ein Roundup, wo wir einfach nochmal alles zusammenfassen und nochmal so einen Abschluss finden. Ja, dann darf ich mal ganz kurz anfangen mit uns, der Firma Köllisch Gesellschaft für Prozessmanagement. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus dem ganzen Thema Prozessberatung, haben da sehr, sehr, sehr viel Know-how aufgebaut und haben eigentlich SharePoint als das Tool identifiziert, wie denke ich viele, die jetzt hier auch zuhören, mit dem man Prozessanforderungen umsetzen kann. In der Konsequenz allerdings, dass wir gemerkt haben, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche auch programmieren muss, gerade wenn man sehr komplexe Prozessanforderungen umsetzen will, haben wir uns entschieden, schon vor circa 3 Jahren tatsächlich auch komplett auf die Produktseite, Herstellerseite zu wechseln und haben praktisch Produkte entwickelt, mit denen wir SharePoint ja verbessern. Wir haben so einen eigenen Spruch, we create a better SharePoint. Und damit entwickeln wir zum einen ein Toolkit, das heißt das Köllisch Toolkit, mit dem können Sie Fachanwendungen viel, viel schneller und auch größtenteils ohne Programmierung umsetzen und auf Basis dieses Toolkits halt auch schon fertige Fachanwendungen. Eine davon sehen Sie heute, das ist das Bewerbermanagement. Ja, vielleicht noch kurz das Besitzen direkt im schönen Konstanz am Bodensee, direkt am Seerhein. Das vielleicht nur generell zu unserer Info. Dann vielleicht übergebe ich mal kurz nochmal an Christian und er kann noch mal kurz was zu sich erzählen. Ja, herzlichen Dank. Christian Bauer, CEO von DOCS 42. Ein paar Takte über DOCS 42. Nun, DOCS 42 ist ein Produkt, mit dem man Dokumente automatisch erstellen kann und Daten integrieren. Und diese Daten können natürlich aus Microsoft SharePoint stammen, aber natürlich auch aus allen möglichen anderen Quellen. Warum machen wir das heute gemeinsam? Weil DOCS 42 und SharePoint Template, also das Köllisch Toolkit, wir arbeiten ja zusammen. DOCS 42 integriert sich in das Köllisch Toolkit. DOCS 42 wird in vielen anderen Situationen auch eingesetzt, aber eben auch mit dem Köllisch Toolkit gemeinsam. Und diese Kombination werden wir heute anhand des Bewerbermanagements unter anderem schön sehen. Die Zielsetzung von DOCS 42 ist, sozusagen ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das flexibel, mächtig und intuitiv ist. Flexibel, dass es in unterschiedlichen Szenarien anwendbar ist, in unterschiedlichen Softwarelandschaften. Mächtig, weil Sie wollen ja schöne Dokumente, hochwertige Dokumente, die eben nicht nur Text, sondern auch dynamische Bilder, dynamische Diagramme, Barcodes, bedingte Bereiche, wiederholte Bereiche etc. beinhalten, generieren und zwar automatisch. Und es muss intuitiv bedienbar sein, sodass auch Business-User in der Lage sind, eben Dokumentvorlagen zu gestalten, weil genau Business User, also zum Beispiel Leute, die jetzt in einer Bewerbung, in einer HR-Abteilung arbeiten oder auch Marketing-Kollegen, die wissen ja am besten, wie die Dokumente aussehen sollen, die wissen am besten, wie der Content aussehen soll. Die sollen auch in der Lage sein, selbstständig das gestalten zu können. Und das funktioniert eben so, dass DOCS 42 das Dokumenten-Template-Design auf der Office-Plattform aufsetzt. Mit der Office-Plattform können eben auch Business-User durchaus umgehen. Das ist ein kurzer Überblick zu DOCS 42. Damit gebe ich wieder zurück Wunderbar. in unser Landesstudio in Konstanz am Bodensee. Wunderbar, danke Christian. Ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt an mit dem Thema, warum wir denn eigentlich hier sind. Das Thema Bewerbermanagement. Die schöne Dame, die hier gerade über ihrem Aktenwust praktisch verzweifelt, das trifft gerade sehr stark auf das Bewerbermanagement einfach zu. Wir haben sehr, sehr viele Kunden und Partner, die halt eben genau aus so einer Situation kommen, wo sie sagen, okay, naja, Bewerbungen kommen Hunderte ein, herein per E-Mail hauptsächlich inzwischen, sicherlich einige auch normal auf dem postalischen Wege. Die müssen alle sauber verarbeitet werden und das erzeugt einfach einen hohen manuellen Aufwand, der, ja, ich sag mal, die HR oder Personalabteilung ja einfach auch komplett ganztägig beschäftigt. Und ja, ich schreibe es nochmal, ich lese es nochmal ganz kurz ein bisschen auf.
was wir dann eigentlich dann für eine Ausgangssituation haben. Ja, die Eingangsbestätigung oder E-Mails landen im Outlook. Diese müssen natürlich dann auch irgendwie bestätigt werden. Die werden dann meistens manuell in irgendeiner Form bestätigt. Das heißt, da werden E-Mails von Hand geschrieben. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir melden uns umgehend bei Ihnen. Das Umgehen bei Ihnen melden passiert halt auch oft nicht so schnell, gerade in einem sehr stark, sag ich mal, in einem Nachfragemarkt, also wo wir sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr hohe Nachfrage haben, aber keine hohen Anzahl von Bewerbern, ist es, glaube ich, wichtig, auf die Bewerber möglichst schnell zu reagieren und das auch sehr professionell. Und das ist halt oft in vielen Unternehmen halt nicht der Fall, weil halt keine technische Unterstützung dafür zusammen ist. Das führt im Endeffekt dazu, dass auch die Teamzusammenarbeit relativ schwierig ist, wenn man die Bewerbung in seinem persönlichen Outlook hat, aber mit anderen kommunizieren will, muss man irgendwelche Mails hin und her schicken. Das ist der Teamzusammenarbeit nicht sehr förderlich. Genauso hat man natürlich auch wirklich keinen direkten Überblick über die Bewerbung und Stellenanzeigen. Da muss man entweder, also viele Unternehmen machen das dann so, dass sie irgendwelche Excel-Listen führen, die dann auch nicht wirklich sehr händisch, sehr gut zu bearbeiten sind. Und genauso auch das ganze Thema der Dokumentengenerierung, also wie generiere ich Verträge oder vielleicht auch so ein Protokoll von so einem Vorstellungsgespräch. Diese ganzen Dinge werden im Prinzip in der Regel von Hand erstellt und dafür sind wir eigentlich auch heute hier, gerade mit dem Thema Dokumentenautomation und unsere Templates können wir da sehr, sehr viel vereinfachen und das definiert auch so ein bisschen unsere Zielsetzung, die wir haben mit unserem Bewerbungsmanagement, im Prinzip die zu automatisierenden Prozesse wie automatisches Beantworten von E-Mails und so weiter auch zu automatisieren, generell den Überblick und die Teamarbeit zu fördern und halt schnell und professionell auf den Bewerber zu antworten. Ja, damit würde ich jetzt auch schon fast in die Online-Demo gehen, damit wir auch tatsächlich mal sehen, wie das Ganze denn live aussieht. Ich schalte mal ganz kurz zu meinem System um. Hier sehen Sie unser Bewerbungsmanagement. Das ist im Prinzip ein SharePoint-Template, das Sie im Endeffekt vielfach einfach durch ein Setup auf dem Server installieren können und dann vielfach in Ihrer SharePoint-Umgebung nutzen können. Vielleicht nur als kurzer Quereinstieg. Also wenn Sie so ein Bewerbungsmanagement nutzen wollen, führen Sie ein Setup auf dem Server aus und haben dann im Prinzip unter Website-Inhalte neue Website, unter unseren Templates auch so ein Bewerbermanagement zur Verfügung. Das heißt, Sie können beliebig oft so ein Bewerbungsmanagement nutzen. Ja, dann kommen wir einfach mal ganz kurz zur Startseite. Ja, wir sehen ja im Endeffekt schon, ich habe hier ein paar Kennzahlen auf der rechten Seite, die mir schon mal sagen, okay, wie viele aktuelle Stellenangebote habe, wie viele Bewerber habe ich, wie viele sind vielleicht auch in einem Talentpool zur späteren Bearbeitung. Und wenn ich mir jetzt den Überblick verschaffen will, was ich denn eigentlich an Bewerbungen bekomme, dann kann ich ganz einfach in unsere Bewerbungsliste gehen. Das sieht erstmal nur wie eine reine normale SharePoint-Liste aus, in der ich halt die einzelnen Bewerber aufgelistet habe, hier gruppiert nach Bewerbungsstatus und den verschiedenen Zuordnungen, zu welchem Stellenangebot gehört die Bewerbung und so weiter. Aber Sie werden halt sehen, wenn ich gleich nochmal in den tatsächlichen Bewerbungsvorgang hineingehen von einem Einzelbewerber, dass da doch noch ein paar mehr Informationen drin sind. Bewerbungen werden generell kommen praktisch so ins System, dass sie entweder über den Posteingang in das System kommen, das heißt, sie leiten einfach eine Bewerbung, die sie in ihrem Outlook bekommen, direkt an das Bewerbungsmanagement weiter und aus diesem Posteingang kann direkt ein Bewerbungsvorgang generiert werden. Genauso können Sie aber auch hier Dokumente hochladen und das würde ich Ihnen dann auch gleich nochmal zeigen. Ich gehe einfach mal in so einen Bewerbungsvorgang hinein. Also nehmen wir mal hier den Herrn Thieme, der hat sich bei uns beworben. Ich sehe erstmal jetzt hier ein paar Standardinformationen, also von wem kam die Bewerbung, wie sehen seine Kontaktinformationen aus, sehe im Bewerbungsstatus, in welchem Status er sich befindet. All diese Dinge sind frei konfigurierbar. Das ist jetzt nicht irgendwie in Stein gegossen, sondern Sie können das im Endeffekt auch auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Also das heißt nicht nur hier diesen Bewerbungsstatus anpassen, sondern natürlich auch die einzelnen Felder, weil wir hier eigentlich im Standard SharePoint sind, allerdings mit der Grundlage des Kölsch Toolkits. Das hat für Sie zum Vorteil, dass Sie halt solche Funktionen haben,
wie so eine Schnellauswahl von Personen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in mein zugewiesenes Anfeld hineingehe, dann bekomme ich direkt meine Teammitglieder angezeigt und kann so eine Schnellauswahl zum Beispiel von Personen treffen. Da ist einfach dieses Personenauswahlfeld ein bisschen aufgewertet. Genauso auch natürlich mit so wieder Vorlagetermin, wo ich dann sagen kann, okay, bitte erinnere mich an diesen Bewerbungsvorgang in einer Woche. Ja, ich definiere hier im Prinzip auch im Bereich des Bewerbungsvorgangs noch, zu welchem Stellenangebot gehört das zum Beispiel. Das heißt, ich kann hier praktisch die Bewerbung auch noch weiter klassifizieren. Und das Schöne ist, ich kann auch, wenn ich jetzt hier draufklicke, mir anschauen, zu einem Stellenangebot, nehmen wir an, Sie haben gerade irgendwie eine Online-Anzeige oder eine Zeitungsanzeige und möchten halt wissen, wie viele haben sich bisher auf dieses Stellenangebot beworben, dann können Sie das hier sehr gut sehen, würden sogar schon, wenn Bewertungen abgegeben wurden, hier einen Protokolldurchschnitt oder eine Bewertung sehen, um damit auch dementsprechend ein Ranking zu erzeugen. Ja, genauso klassifizieren Sie auch für das Thema der weiteren Auswertung, haben Sie hier Möglichkeiten, den Tätigkeitsbereich zu definieren, also in dem Fall Marketing und Vertrieb. Und dann aus dem Bereich Marketing und Vertrieb dann beispielsweise den Bereich Vertriebsmitarbeiterin. Ja, das, was wir hier unten sehen, ist zum Beispiel hier eine Qualifikationstabelle. Das ist vielleicht nicht bei jedem interessant, aber was hier interessant dabei ist, dass diese Qualifikationstabelle im Endeffekt vorher nicht in diesem System drin war und wir die praktisch innerhalb von 2-3 Minuten in das System hinzugefügt haben. Das heißt, es entstand einfach die Anforderung, ich möchte gerne zu diesem Vorgang auch noch die Qualifikation des Bewerbers mitführen und dann kann ich über unser College Toolkit, was darunter liegt, im Endeffekt hier diese Qualifikation auch ergänzen. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt hier die Möglichkeit, teilweise ganz eigene Funktionen hinzuzufügen. Ich sehe zum Beispiel hier auch, dass ich jetzt hier einen Schreibfehler drin habe, den kann ich auch ganz schnell korrigieren. Also durch diese Implementierung haben wir da einen sehr komfortablen Umgang mit dem System. Vielleicht noch abschließend für die Startseite, was noch ganz spannend ist. Sie können auch im Rahmen dieser Teamkommunikation, weil es geht ja jetzt hier darum, auch im Team zusammenarbeiten, können Sie hier in der Chronik halt zum Beispiel auch Informationen hinterlegen, die für andere Teammitglieder relevant sind. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel schreiben, Herr Thieme ist zurzeit krank und ab dem 26.07. wieder erreichbar. Das wäre einfach eine Information, die wollen Sie im Team weitergeben, einfach Enter drücken und dann steht diese Information in diesem Vorgang zur Verfügung mit einem Zeitstempel und auch dem jeweiligen User, der das Ganze angelegt hat. Ja, das waren erstmal so die Standardbewerbungsinformationen. Ich zeige Ihnen einfach so ein paar Funktionen, die Ihnen hoffentlich das Leben auch dann leichter machen werden. Eine schöne Sache ist, dass Sie natürlich auch zu so einem Bewerbungsvorgang halt Aufgaben hinterlegen können. Das kennen Sie natürlich, aber diese werden in dem Fall wirklich mit dem Bewerbungsvorgang tatsächlich verknüpft. Und das Schöne ist, ich habe hier nicht nur eine Möglichkeit, eine neue Aufgabe zu erzeugen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel vorgefertigte Aufgabenreihenfolgen zu hinterlegen. Nehmen wir an, Sie haben halt immer so eine Standardabarbeitungsfolge für so einen Bewerbungsvorgang, dann können Sie hier über Aufgabenset erzeugen, Aufgabensets hinterlegen. Ein Aufgabenset ist im Endeffekt eine Reihenfolge von Aufgaben, die auch hier so Offset-Daten enthält. Und das Schöne ist, jetzt können Sie sagen, okay, ich muss halt Unterlagen prüfen, Fahrerlaubnis prüfen, das sind alles Dinge, die halt vielleicht erledigt werden müssen, haben vielleicht auch schon jemand, der das standardmäßig bei Ihnen macht und können mit einem Klick praktisch jetzt hier die Aufgaben zu diesem Vorgang generieren und haben jetzt hier praktisch diese Aufgaben direkt auch mit einem Fälligkeitsdatum in das System hineingegeben. Jetzt würden die entsprechenden Personen E-Mails bekommen, um diese Aufgabe abzuarbeiten. Dann kommen wir vielleicht noch zu den nächsten Themen, Dokumente. Sie können natürlich auch Dokumente hier zu dem ganzen System halt hochladen. Das können Sie ganz einfach hier in den Dokumenten hochladen Button. Hier können Sie per Drag and Drop Informationen hineinziehen. Sie können aber auch einfach durch Öffnen und das Anklicken von mehreren Dateien das direkt diesem System zuordnen. Und so stehen die Informationen dann auch in diesem Bewerbungsvorgang zur Verfügung. Natürlich auch innerhalb der Dokumente suchen. Das ist alles soweit sehr einfach integrierbar. Ja,
Wir kommen jetzt schon so ein bisschen, wir haben ja heute das Thema auch noch Dokumentenautomation, das Thema zu dem Thema Dokumenten generieren. Das Schöne ist, dass wir hier durch die Integration unseres Kölisch Toolkit in Verbindung mit Docs 42 halt jetzt die Möglichkeit haben, auch Dokumente zu erzeugen. Dazu will ich einmal ganz kurz bei uns in die Konfiguration hineinspringen, damit Sie so eine Idee davon bekommen. Ich habe hier Dokumentenvorlagen in einer Dokumentenvorlagenbibliothek hinterlegt. Ich habe hier zum Beispiel einen Arbeitsvertrag, der dazu gehört, oder eine Protokollvorlage. Und diese kann ich jetzt sozusagen, diese ist mit Docs 42 generiert, enthält Platzhalter. Dazu wird der Christian nachher noch ein bisschen mehr was erzählen und das tatsächlich auch live. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt hier einen Arbeitsvertrag mit Platzhalter hinterlegt habe, kann ich den direkt aus dem System heraus generieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Bewerbungsvorgang habe, nehmen wir mal an, hier der Herr Meier, bei dem soll halt der Arbeitsvertrag generiert werden, dann brauche ich nichts anderes zu tun, als auf Dokument erzeugen zu klicken. Dann erscheint unser Arbeitsvertrag aus der Dokumentenvorlagenbibliothek und über Dokument erzeugen wird jetzt im Hintergrund das komplette Dokument erzeugt. Ah, jetzt habe ich gerade einen Fehler gekommen. Das ist gerade natürlich das Problem, wenn man dann auch mal live präsentiert. Jetzt würde normalerweise im Hintergrund halt dieses Dokument erzeugt werden. Das verschieben wir dann gleich einfach auf die Session mit dem Christian und der kann das dann vielleicht nochmal ganz genau erklären. Ja. Ich gehe nochmal zu meinem ursprünglichen Herrn Thieme zurück. Der ist jetzt gerade in so einem Prüfstatus. Also die Bewerbung ist direkt eingegangen und das, was ich ja jetzt machen möchte, und es geht ja hier auch um Automatisierung, ist, dass ich zum Beispiel automatisiert E-Mails verschicken möchte. Er soll jetzt zum Beispiel eine Information bekommen, ja, Ihre Bewerbung ist eingegangen. Das können Sie zum einen sehr schön direkt über den Bewerbungsvorgang selber machen. Das heißt, Sie klicken einfach hier bei dem auf unseren integrierten Mail-Client, wählen den Herrn Thieme aus, wählen im Prinzip hier eine Vorlage aus. Wir haben hier mehrere E-Mail-Vorlagen. Das sind auch wieder Docs 42 Vorlagen, die direkt praktisch hier auch in dieser Dokumentenvorlagenbibliothek hinterlegt wurden. Und diese enthalten natürlich auch Platzhalter. Und wenn ich jetzt hier auf Übernehmen klicke, wird im Endeffekt der komplette Text, die komplette E-Mail, für die Eingangsbestätigung generiert. Also Eingangsbestätigung Ihrer Bewerbung bei uns als Vertriebsmitarbeiter. Und hier wird dann auch die korrekte Ansprache genommen. Die einzelnen Informationen werden hier automatisiert befüllt und im Endeffekt brauche ich jetzt hier nur noch auf Absenden klicken und dann wird das Ganze an das System weitergeschickt. Diese Informationen haben Sie natürlich dann auch im Endeffekt hier im System, sodass Sie praktisch immer im Bewerbungsvorgang alle Informationen zur Verfügung haben. Ja, das war eine Variante, um diese Bewerbung herauszuschicken. Die andere Möglichkeit ist die, dass Sie einfach hier in den Dialog hineingehen und mehrere auswählen und dann über Bewerbungsstatus verändern, praktisch halt auch automatisiert E-Mails an die jeweiligen Kandidaten schicken können. Ja. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Bewerbungsvorgang rein, damit wir uns noch die anderen Funktionen anschauen können, um die es ja hier geht. Genauso kann ich natürlich zu diesem Bewerbungsvorgang auch Termine hinterlegen. Das heißt, hier werden natürlich diese Termine vereinbart. Das kennen Sie, das ist eine normale SharePoint-Outlook-Information, die dann aber, das ist halt der Unterschied, direkt zu dem Bewerbungsvorgang hier gespeichert wird. Genauso habe ich die Möglichkeit, auch Protokolle zu hinterlegen. Das heißt, im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs haben Sie hier die Möglichkeit, dementsprechend zum Beispiel so eine Vorabbewertung zu machen, um halt im Nachhinein, wenn mehrere zum Beispiel jetzt hier diese Bewertung abgeben würden, auch so eine Art Protokolldurchschnitt zu und auch ein Ranking zu erzeugen. Das ist die eine Variante, also das heißt, Sie haben im Endeffekt, wissen im Endeffekt im Nachhinein, okay, das sind ungefähr die Bewertungen, die abgegeben wurden und ich sehe auch in meinen internen Daten, sehe ich halt auch den Protokolldurchschnitt und kann damit im Endeffekt auch natürlich auch dann das Ranking innerhalb dieser Listen erzeugen. So erzeugt man einen
denke ich, hohes Maß an Übersicht über die einzelnen Bewerbungen. Genauso nutzen wir aber auch hier die Möglichkeit dieser Bewertungsfunktion, die ist ja auch im Standard SharePoint enthalten. Das heißt, ich kann hier im Prinzip natürlich auch hier so Vorabbewertungen praktisch in das System mit hineinfügen. Ja. Was generell halt auch schön ist, dass Sie immer noch die Möglichkeit haben, im Rahmen dieser Dokumentengenerierung hier auch, ich erzeuge jetzt trotzdem noch mal ein anderes Dokument, ich nehme mal meine Protokollvorlage, halt diese Dokumente, wenn sie zum Beispiel eingegangen sind und die kommen ja oft auch als Word-Dokument ein, direkt auch durch einen Klick in ein PDF umzuwandeln. Das sind einfach nur Zusatzfunktionen, die haben Sie hier im System drin und können das auch dementsprechend nutzen. Ja, wir haben ja jetzt im Endeffekt uns schon mal so einen groben Überblick darüber gemacht, wie man Bewerbungen verwalten kann. Das heißt, vielleicht nochmal zusammengefasst, man kann den Posteingang sozusagen automatisieren, indem man direkt E-Mails, die man entweder per E-Mail bekommt oder halt auch über einen Scanner erfasst werden, direkt an diesen Posteingang weiterschickt. Daraus können direkt Bewerbungsvorgänge erzeugt werden, um diese dann mit weiteren Informationen zu befüllen, sodass jeder, der praktisch diese Bewerbung einsehen möchte, das kann ja auch dementsprechend der Abteilungs- oder Teamleiter sein, direkt auf einen Blick sieht, okay, was hat er bisher an Dokumenten mit abgelegt, wie sehen vielleicht Bewertungen von Mitkollegen aus, welche Qualifikationen bringt derjenige mit und so weiter und so fort. Das versuchen wir an dieser Stelle einfach zusammenzuhalten. Vielleicht auch generell nochmal die Info, auch was wir hier auch noch mit berücksichtigen, ist, dass wir zum Beispiel Bewerbungen, natürlich Datenschutz, das Thema Datenschutz auch zu gewährleisten, nach einem definierten Zeitraum, das sind in der Regel 3 Monate, auch in einen gelöscht werden und oder nach Nachfrage auch in den Talentpool verschoben werden. Weil das ist nämlich noch die weitere Funktion, die man natürlich auch hat, Personen, die sich vielleicht bei Ihnen bewerben, aber nicht auf die ausgeschriebene Stelle passen, aber vielleicht für andere Themen interessant werden, können hier auch hier in einen Talentpool verschoben werden, um diese dort auch dementsprechend hier einsehen zu können. Ja, was wir vielleicht ja auch noch haben, was ich ganz gerne auch noch zeigen würde, ist das Thema Auswertung. Wir haben hier einfach mal wirklich, in einem Schnellschuss mal eine Auswertung generiert. Das ist jetzt an sich nichts Aufregendes. Das Schöne ist aber hierbei, dass diese Auswertung, die Sie hier sehen, in Zusammenarbeit mit dem Kölsch Toolkit und den DOC42-Funktionen entstanden ist. Das heißt, hier hinter liegt eigentlich nichts anderes als eine Excel-Liste. Wenn ich jetzt in meine Konfiguration gehe und in meine Dokumentenvorlagen, sehen Sie hier, ein Excel, was hier drin ist, und dieses Excel definiert im Endeffekt die Auswertungsdiagramme, die hier unter Auswertung angezeigt werden. Wenn ich das Excel dazu mal aufrufe, dann sehen wir hier, dass diese Daten direkt aus SharePoint übernommen werden. Das sind die Informationen, die ich auswerten will. Und wir haben ja auf der nächsten Seite eigentlich genau die Charts, die Sie gerade auch in der Liste sehen, und die dementsprechend einfach nur jetzt verknüpft werden. Würde ich jetzt hier Änderungen dran vornehmen oder neue Charts hinzufügen, dann wären die auch automatisch praktisch auf dieser Online-Plattform zur Verfügung. Und das Ganze dauert nicht mehr als 5-6 Minuten, sage ich jetzt mal. Vielleicht nochmal ein bisschen formatieren, ist man bei 10 Minuten. Und das ist, glaube ich, schon eine extrem große Stärke in der Zusammenarbeit von unserem Template und den DOC42-Funktionalitäten. Ja, das war so ein erster Überblick über das Bewerbungsmanagement. Ich würde jetzt von meiner Stelle her nochmal zurückgeben an Christian, der noch ein bisschen was zum Thema DOC42 und den Themen dahinter erzählt, auch wie das in Verbindung mit dem Bewerbermanagement funktioniert und wie es praktisch auch auf der sag ich mal, Word- und DOC42-Oberfläche aussieht. Christian. Ja, spitze. Danke, Frank. Vielleicht darf ich mich gleich anhängen an die Auswertung, die du eben gezeigt hast. Ich meine, diese Charts,
diese Charts, die du eben gezeigt hast, die waren ja nicht die allerschönsten der ganzen weiten Welt. Aber das Schöne ist, sie waren sicherlich, wie du gesagt hast, in 5 bis 6 Minuten erstellt und auch ganz, ganz leicht änderbar. Das heißt, wenn man diese Charts wirklich sehr, sehr schön designt und so, dann hat man halt auch wirklich schöne Charts und kann die halt jederzeit ganz, ganz einfach ändern. Und das Ganze funktioniert ohne Excel Server Services, nicht? Also das Ganze würde auf einer SharePoint Foundation genauso funktionieren. Okay, dann würde ich jetzt aber vielleicht ein paar Takte so zur Grundlage von Docs42 erzählen. Ich meine, was uns bei Docs42 sehr wichtig ist, ist, dass mehrere Personen in unterschiedlichen Rollen mit den Vorlagen arbeiten können. Also Sie sehen hier zum Beispiel einen Kollegen aus der IT, eine Mitarbeiterin aus Marketing und einen Business User. Ja. Und die haben natürlich ganz unterschiedliche Sichten auf automatisch erstellte Dokumente. Nicht? Also von der IT geht es um, welche Daten kommen wo, aus welchen Quellen und so weiter, wie kann ich das performant in Systeme integrieren etc. Ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus der Marketingabteilung denkt aber ganz anders. Ja? Da geht es um, wie mache ich das Ding schön, wie entspricht es dem Corporate Design, wie kann man das so visualisieren, dass es dem, der das Dokument bekommt, auch wirklich einen Mehrwert bietet, kann ich da vielleicht Zusatzangebote hinzugeben, na gut, das ist im Bewerbungsmanagement vielleicht nicht so relevant, aber ich denke, das sind viele andere Anwendungsfälle, wo Sie Rechnungen, Tickets, Verträge, Versicherungspolizen oder sonst irgendwas generieren, da sind Zusatzangebote schon interessant, ja? Da kann man einen Mehrwert generieren. Und natürlich Business User, wo es darum geht, welcher Content muss denn eigentlich in diese Dokumente hinein. Und uns ist wichtig, dass alle drei mit Docs42 arbeiten können, weil die Docs42 Templates eben auf der Office-Plattform aufsetzen und alle drei eben die Office-Plattform bedienen können. Wie schaut das jetzt konkret aus? Sehen wir auf der nächsten Folie. Anhand eines Beispiels, eines Sales Reports, Sie sehen auf der linken Seite ein Docs42 Template, das ist ein Word-Dokument, also nichts anderes als ein Word-Dokument. Und das Docs42 Add-in, das zum Designen und zum Automatisieren dieser Word-Dokuments verwendet wird, integriert sich auch in Microsoft Word. Ähnliches gibt es für Microsoft Excel, das hat der Frank jetzt verwendet, um diese Auswertung, die du vorher gezeigt hast, zu erstellen. Aber wie gesagt, in dem Fall hier für Word. Und hier wird das Word-Dokument um so blaue Fältchen erweitert. Das sind Docs42 Controls, die es eben ermöglichen, Daten in das Dokument einzubinden. Und das sind natürlich rein textuelle Daten, wie eben ein Name oder ein Gehalt oder ein Datum etc. Aber natürlich auch dynamische Bilder, dynamische Diagramme, QR-Codes, Tabellen, Hyperlinks, ganze Word-Dokumente, PDFs und so weiter und so fort, die auch wieder auf SharePoint liegen können oder auch aus anderen Quellen stammen können. Bis hin zu Daten aus SAP. Hier ist es also möglich, aus dem Add-in her die Dokumente zu testen, zu designen oder eben dann entweder mit dem Docs42 Server oder mit dem Docs42 integriert ins Query Toolkit, diese Dokumente automatisch aus einer Anwendung heraus zu generieren. Okay, wo können diese Daten nun herkommen? Ja. Oder ich fange anders an. Eine dieser Datenquellen ist ja Excel. Ja. Und bei Excel haben wir noch einmal etwas draufgesetzt, wir verwenden Excel als Kalkulations- und Charting Engine. Das heißt, Daten, die aus unterschiedlichen Systemen kommen, das kann eben natürlich SharePoint sein, das kann aber auch eine Datenbank sein, ein Webservice, SAP, Microsoft CRM, XML natürlich und so weiter und so fort, können wir in Excel dynamisch hineinschreiben, das Excel rechnen lassen, Charts erzeugen lassen und diese Charts wieder ins Dokument übernehmen oder eben das berechnete Excel als Ergebnis zurückgeben. Das ist genau das, was der Frank jetzt gemacht hat für seine Auswertungen. Da kommt das sozusagen mit den Daten befüllte Excel als Ergebnis zurück und zwar als HTML und das ist direkt in SharePoint eingebunden. Das heißt, eine Änderung am Excel erzeugt auch sofort eine Änderung in dieser Darstellung. Eine andere schöne Sache sind QR-Codes und Barcodes, die man in Dokumente übernehmen kann. Das ist ein anderes Beispiel, eine Mobilfunkrechnung und diese Mobilfunkrechnung beinhaltet einen QR-Code, der SEPA-konform Zahlungsinformationen beinhaltet. Also wenn Sie jetzt Ihr Smartphone nehmen würden und dort eine Banking-App drauf haben, könnten Sie jetzt vom Schirm diesen QR-Code einscannen und sofort an die Flux Mobile Company überweisen.
tun sie es nicht, die Flux Mobile Company gibt es nicht. Das ist eine der Beispielvorlagen, die wir von DOCS 42 auf unserer Webseite zur Verfügung stellen. Das ist, wenn Sie diese Mobilfunkrechnung bei sich mal live generieren wollen, einfach so, um zu sehen, wie das funktioniert, Sie können diese Beispielvorlage und viele andere von der DOCS 42 Seite kostenfrei herunterladen und einfach mal ausprobieren, zu sehen, wie konfiguriert sich sowas. DOCS 42 unterstützt natürlich nicht nur QR-Codes, sondern 45 unterschiedliche Arten von Barcodes. Wir werden das dann nachher live gleich anhand des Arbeitsvertrages des Templates, wenn wir uns das gleich anschauen, wie sowas konfiguriert wird. Gut. Okay. Ja, dann würde ich dir mal ganz kurz umschalten. Eine Sekunde bitte. Und super. So, lieber Frank, bist du so lieb, gibst du mir kurz mal deine Maus? Ja. Ja. Okay, also, danke. Ja, wir sehen hier ein DOCS 42 Template, also das ist ein ganz normales Word-Dokument und dieses Word-Dokument beinhaltet hier diese blauen Fältchen, ja, die aus verschiedenen Datenquellen kommen, hier aus einer SharePoint-Datenquelle mit dem Namen Kontaktdaten. Ich klicke da mal kurz auf Start, dass Sie sehen, das ist einfach wirklich Microsoft Word. Das ist keine Zauberei, hier ist das DOCS 42 Add-in geöffnet. Das ist die Vorlage, und die man hier ganz normal mit den Formatierungsmöglichkeiten von Microsoft Word editieren kann. Hier ist halt, sind halt verschiedene Teile eingebunden, hier gibt es noch das Thema weitere Vereinbarungen, etc. etc. Ja. Vielleicht generieren wir diesen Arbeitsvertrag einmal hier lokal. Ja. Ich kann das hier lokal mal machen, dass ich hier auf Generieren klicke. Und schauen wir mal, ob sich das hier lokal generieren lässt. Da ist es für den Hans Meyer. Ja. Und hier ist eben eingetragen, sozusagen, die ganzen Daten und natürlich auch für was sich der beworben hat und so weiter. Und gibt es da Zusatzinformationen, gibt es zusätzliche Vereinbarungen etc. 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 Ja. Alles schon fix fertig. Ja, Frank. Ja, um das vielleicht nochmal kurz zu zeigen, nimm doch einfach mal den Bewerbervorgang Nummer 3 und dann siehst du nämlich auch nochmal die Unterschiede genau in diesen Bedingungen, die wir ja da auch noch definiert haben. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen spannender, damit man auch sieht sozusagen, wie man auch solche Dinge auch noch weiter automatisieren kann, gerade in Bezug auf so besondere Vereinbarungen, das Thema. Das wollte ich hier noch einmal kurz mitgeben. Ja, das ist gut. Ich muss ja dann auch herzeigen, wie man sozusagen das konfiguriert. Also dann nehmen wir halt hier den Bewerbervorgang Nummer 3. So, das ist jetzt der Ansgar Thieme, den du vorher dann schon, über den du vorher schon gezeigt hast. So, und bei dem gibt es jetzt spezielle Vereinbarungen, nämlich dass der Firmenwagen maximal E-Klasse und so weiter und so fort. Und wer genau geschaut hat beim Webinar, hat gesehen, dass es diese Vereinbarung hier, fett geschrieben, als Bullet List, auch gegeben hat in einem SharePoint Extended Rich Text Field. Das heißt, die Formatierung aus einem SharePoint Extended Rich Text Field kann 1:1 in ein Dokument übernommen werden. Ja. Und wie wird das gemacht? Normalerweise wird ja ein Feld einfach als String übernommen. Also hier zum Beispiel der Ort, ja, das ist einfach ein String. Aber wir scrollen mal hinunter zu diesen besonderen Vereinbarungen, der weiteren Vereinbarungen. Die werden hier vom Typ HTML übernommen. Weil in einem SharePoint Extended Rich Text Field, wenn dort also spezielle Formatierungen drin sind, das speichert sich als HTML-Text ab. Das heißt, dadurch, dass wir hier den Typ HTML einstellen, wird diese Formatierung auch wirklich schön in das Dokument übernommen. Und das ermöglicht es halt auch, individuelle Zusatzvereinbarungen mit individuellen Formatierungen zu übernehmen. Es gibt Kunden, die verwenden das, um dort in diese Extended Rich Text Field sogar Tabellen einzubauen, sogar Bilder einzubinden und so weiter. Und das funktioniert. Das wird 1:1 ins Dokument übernommen. Und das Schöne ist, es werden auch die Formatvorlagen des Dokuments dann auf das HTML richtig angewandt. Eine weitere Sache, die ich ganz gerne herzeigen möchte, ist, wenn ich diesen Bereich hier markiere, sieht man, dass der hier drauf hinterlegt wird. Ich klicke da mal doppelt drauf und man sieht, hier öffnet sich der Dialog DOCS 42 Bereich automatisieren.
Naja, das hat den Sinn, dass diese weiteren Vereinbarungen ja nur dann angedruckt werden sollen, wenn es auch welche gibt. Ja, wenn es keine gibt, dann ist es ja sinnlos, hier weitere Vereinbarungen anzudrucken, also eine Bedingung, ein bedingter Bereich. By the way, hier ist eine nummerierte Überschrift, Paragraph 3, Paragraph 4. Wenn man diesen Bereich hier ausblendet, dann ist wird die Dienstreise zum Paragraph 3. Das heißt, diese Nummerierung passt sich automatisch an. Ja, all das sind also Dinge, die sehr angenehm sind, wenn man mit DOCS 42 arbeitet, dass man diese Themen eben automatisiert passieren. Vielleicht ganz kurz ein Ausflug, bevor ich dann noch die QR-Codes und die Datenintegration herzeige. Man hat ja im SharePoint auch durchaus hatte immer schon die Möglichkeit, sozusagen Dokumente automatisch zu generieren mit SQL Server Reporting Services. Nur, wer halt mit SQL Server Reporting Services versucht hat, Dokumente zu generieren, der ist dann sicherlich irgendwann einmal an das Thema gestoßen. Absatzkontrolle, Formatvorlagen, Spaltensatz, Inhaltsverzeichnisse, richtige Nummerierung und so weiter. Und all das sind Dinge, die Sie mit Reporting Services nicht machen können. Und schon gar nicht einfach. Das können Sie mit DOCS 42 ganz einfach machen, weil das Word Standard Funktionalitäten sind. Punkt 1. Punkt 2. Wenn jemand mit SQL Server Reporting Services oder anderen Reporting Tools hier Dokumente generiert, dann ist das typischerweise eine IT-Aufgabe, diese Dokumente dann zu verändern. Das hier ist ein Word-Dokument. Das kann auch eine HR-Mitarbeiterin ohne weiteres in Word, wenn sie sagt, ich muss da im Paragraph 1 noch einen Punkt CD hinzufügen, weil da ist irgendwas, oder da hier ist ein Umbruch zu viel gespeichert, habe fertig. Ja, also das kann sofort ganz einfach hier verändert werden. Und damit verliere ich durch die Dokumentenautomation von DOCS 42 nicht die Flexibilität. Ich behalte die volle Flexibilität, als würden diese Dokumente manuell erstellt werden, erspare mir aber die Zeit und vermeide Fehler. Gut, wenn wir uns einen dieser generierten Arbeitsverträge nochmal anschauen, dann würde ich da gerne auf ein spezielles, kleines, nettes Feature hinweisen. Da unten ist ein QR-Code. Und dieser QR-Code, wenn man den scannt, und drauf geht, dann würde man sofort wieder in das Bewerbungsmanagement hineinspringen, und zwar auf den richtigen Bewerber. Ja? Das heißt, der Case ist der, dieser Vertrag wird zum Beispiel wird dem Bewerber gesendet, der unterschreibt ihn, der Vertrag kommt zurück und man möchte das jetzt sozusagen wieder ins Bewerbungsmanagement eintragen, dann kann man hier mit einem QR-Code-Scanner draufgehen und sagen, zack, und sich sofort wieder das Bewerbungsmanagement öffnen. An der richtigen Stelle. Ja, wie funktioniert das? Ich klicke da mal drauf auf dieses blaue Feldchen. Wir sehen, dass dieses Feld ein Feld URL ist, sagen wir mal das Datenfeld, und das ist von Typ Barcode eingefügt, ja, und zwar von der Symbologie QR-Code. Das mit einer diversen Größe. Das war es schon, um das hier einzufügen. Wo kommt dieses Feld URL jetzt her? Dazu gehen wir kurz in die Datenintegration und machen hier den DOCS 42 Data Map Designer auf. Und hier schauen wir uns einmal kurz diese SharePoint-Datenquellen an. In dem schauen wir uns mal die Kontaktdaten an. Das ist eine DOCS 42 SharePoint-Datenquelle. Hier ist angegeben, auf welche Seite sich das verknüpft. Das könnte auch dynamisch aus einem Datenfeld kommen. Hier ist angegeben, welche Liste ausgelesen werden soll. Da könnte man ein View auslesen. Dahinter ist ein Query hinterlegt. Dieses Query sagt einfach, okay, die ID soll gleich sein dem ausgewählten Mitarbeiter, also den ausgewählten Bewerber. Ja, Bewerbungsvorgänge, Kontakt-ID. Und hier hat man diese Möglichkeit, sozusagen sich direkt auf SharePoint zu verknüpfen. Man kann das hier auch testen. Ja. Und ich sehe hier, okay, der Herr Meier. Wunderbar. Das war es auch schon, was ich tun musste, um diese Datenquellen hier auf der rechten Seite, um diese Datenfelder und Datenquellen hier auf der rechten Seite zu bekommen. Ja, also ganz einfach diese Datenintegration. Diversen Queries dahinter werden in Wirklichkeit Camel-Queries generiert, aber damit muss man sich nicht kümmern. Diese Abhängigkeiten, diese Camel-Queries und all das kümmert sich eben DOCS 42 vollautomatisch.
Was ich aber gerne herzeigen wollte, war noch dieses Thema URL, dieser QR-Code. Machen wir uns doch dieses Feld URL einmal auf. Das ist ein sogenanntes dynamisches Feld. DOCS42 ermöglicht es, jede Datenquelle zu filtern, zu sortieren, berechnen und zu machen, aber auch dynamische Felder drauf zu hängen. Wir machen dieses dynamische Feld einmal auf und sehen, hier wird, ich werde das ein bisschen breiter machen, die URL auf die Site plus einem URL-Parameter hineingegeben. Und ja, das heißt, ich habe hier dynamisch zusammengebaut eine dynamische URL, die es ermöglicht, das Bewerbungsmanagement auf dieser Seite mit dem richtigen Bewerbungsvorgang zu öffnen. Sehr, sehr praktische Sache. By the way, diese dynamischen Felder sind Visual Basic .NET Code. Das heißt, würde ich hier weiterschreiben wollen, dann hätte ich hier so Themen wie Code Completion zur Verfügung. Könnte mir hier zum Beispiel die Adresse auswählen, könnte hier sagen, zum Beispiel, ich will die Adresse gerne in Großbuchstaben. Ja? Also das heißt, das fühlt sich an wie Visual Studio da drinnen. Sehr, sehr mächtige Geschichte, um DOCS42 Datenquellen noch mit weiterer Funktionalität zu versehen. Wir sehen ja auch die weiteren Datenquellen, die sich einbinden lassen, Datenbank-Datenquellen, Microsoft Excel, Web-Services und damit auch die SharePoint-Web-Services. Also wenn ich spezielle Funktionalitäten vom SharePoint verwenden möchte, dann kann ich das tun. SharePoint haben wir schon gesehen und natürlich XML. Okay. Dieser Datamap-Designer ermöglicht also die Datenintegration in verschiedenste Systeme. Hier gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man den DOCS42-Server verwendet, SAP anzubinden oder Microsoft Dynamics CRM anzubinden. By the way, die SharePoint-Anbindung funktioniert übrigens auch mit Office 365. Also wenn ich hier eine neue SharePoint-Datenquelle anlege und würde hier User ein Passwort eingeben wollen, das kann auch dynamisch sein, beziehungsweise wenn ich in der gleichen Domäne bin, dann muss ich das gar nicht angeben, weil das ja da unter meinem User-Account läuft. Aber wenn ich auf Office 365 SharePoint Online arbeiten möchte, dann setze ich hier dieses Häkchen und damit kann ich mich auf eine existierende SharePoint Online-Seite auf Office 365 verbinden von DOCS42. Das ist der einzige Unterschied, sozusagen, den ich machen muss, ob ich hier on-premise oder in der Cloud bin. Ja, relativ einfach, schön zum Umschalten. Premise, Cloud, that's it. Okay, gut. So viel, um ein paar Kleinigkeiten rund um DOCS42 zu zeigen. Wir haben gesehen QR-Codes, wir haben gesehen Barcodes, wir haben gesehen, wie man HTML-Texte hier, also SharePoint Extended Rich Text Fields einbindet. Wir haben Bedingungen gesehen und ein paar andere schöne Dinge. Gut, ja, und Frank, damit würde ich dann gerne wieder an dich zurückgeben. Und die weiteren Schritte. ja, wir sind eigentlich schon, denke mal, soweit mit der Präsentation durch. Ich denke, wir haben jetzt einige wirklich ganz interessante Sachen gesehen. Vielleicht nochmal ganz kurz für uns zur Zusammenfassung. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden, wie notwendig es ist, technische Tools zu nutzen, um halt Bewerbermanagement durchzuführen. Das erspart extrem viel Arbeit, erhöht wirklich sehr, sehr stark die Übersicht. Das, was man mit unserem SharePoint-Template halt machen kann, ist genau diese Dinge zu erreichen. Unter anderem auch deshalb, weil es natürlich durch diese Kölsch Toolkit und DOCS42-Integration halt Ihnen ermöglicht, halt wirklich jede Art von automatisierten E-Mails zu erstellen. Also die ich Ihnen heute gezeigt habe, sind nur ein Teil. Die sind von Ihnen beliebig erweiterbar. Christian hat ja auch nochmal vorhin den Client, also die Word-Seite gezeigt, die ja, glaube ich, sehr, sehr gut erklärt, wie das Ganze dann auch anzuwenden ist. Also von daher vielleicht nur von unserer Seite her einfach nochmal die Intention, okay, Bewerbermanagement mit DOCS42 führt einfach in dem Fall zum Erfolg. Und ich würde jetzt abschließend nochmal an den Christian übergeben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit erstmal und würde mal nachhaken, ob wir denn noch Fragen haben. Christian? Ja, ich bin da. okay. Ja, genau, jetzt sind Sie dran. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in den Questions-Bereich Fragen einzugeben. Ja? Und wir würden
wir beantworten diese Fragen natürlich dann. Einige sehe ich da schon hereinkommen. Bitte einfach hier lustig die Fragen eingeben. Der Frank und ich sind natürlich nach diesem Webinar auch noch für Sie da. Ja? Also Sie sehen hier auch die Kontaktdaten eingeblendet. Das heißt, wenn Sie Themen haben, die Sie gerne direkt mit dem Frank oder mit mir besprechen wollen, dann bitte gehen Sie unkompliziert auf uns zu. Wir beißen nicht und wenden nicht fest und geben gerne Auskunft über die unterschiedlichen Tools und über die Verwendungsmöglichkeiten. Okay. Ja, Frank? Ja, nee, also es ist wirklich so, wenn Sie nachher noch Fragen haben, also wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, wenn Sie das Thema Bewerbermanagement interessiert oder eins unserer anderen Templates, können wir eben jederzeit innerhalb von 10 Minuten auch eine Plattform zur Verfügung stellen, wo Sie wirklich auch selber mal mit dem System arbeiten können, um sich tatsächlich auch mal einen eigenen Überblick zu verschaffen. Das einfach nochmal angemerkt von meiner Seite. Mhm. Wunderbar. So, dann werden wir jetzt langsam an die Fragen herangehen. So, erste Frage. Wie funktioniert das Integrieren von Excel-Charts in Dokumente? Mhm. Relativ einfach. Frank, kannst du noch einmal diesen Arbeitsvertrag bitte aufmachen, kurz? Ja, klar, mache ich gerne. Also, das kann ich ja, genau. Ich gehe mal ganz kurz hier nach oben. Wo haben wir es denn? Genau. Okay. Ja. So, ich würde das kurz beantworten. Ja? Ist das okay? Ja, gerne. Und zwar, ja, was man tut, um hier Daten, um Excel-Charts einzubinden, man geht wieder in die DOCS42 Data Map, öffnet sich hier eine Excel-Datenquelle, bindet hier ein bestehendes Excel ein, das kann natürlich auch auf SharePoint liegen, das kann auch dynamisch aus einem Datenfeld geladen werden und gibt dann hier über Initialisierungsregeln verbindet man das mit Daten. Hast du irgendwo ein Excel rumliegen, das wir dafür verwenden könnten, Frank? Ja, ich guck mal gerade, wir könnten vielleicht einfach das nehmen für die Auswertung. Ne? Genau, perfekt. Spitze, danke. Und wenn ich jetzt hier diese Initialisierungsregel einfüge, mache ich mal hier Zielbereich auswählen, dass ich sage mal, wo möchte ich Daten reinschreiben in dieses Excel. Bis sich das öffnet. Hat sich das wieder auf der anderen Seite geöffnet, Frank? Nein, da kommt es. Nee, hat nur ein bisschen länger gedauert. Okay. So, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte in diesen Bereich die Bewerber hineinschreiben. Okay. Wo kommen die her? Zum Beispiel hier aus den Bewerbungs- oder nicht eigentlich aus den Kontaktdaten. Ja, dann sage ich hier zum Beispiel den Namen. Okay, schreibe ich da hinein. Das ist aber nicht numerisch, sondern das ist Text. Der Zielbereich soll erweitert werden, weil ich wieder alle Bewerber reingeschrieben habe und so weiter. Und so kann ich das Excel befüllen. Ja? Kann eine weitere Initialisierungsregel hinzufügen. Kann sagen, hier in die Bewerbungen möchte ich hier den Status reinschreiben. Okay, der kommt jetzt vermutlich aus dem Bewerbungsvorgang. Da gibt es sicherlich irgendwo einen Status, da Bewerbungsstatus, perfekt. Der ist auch textuell, soll auch den Bewerbung und so weiter und so fort. Und dann kann ich mir, dadurch habe ich ja schon das Excel so weit konfiguriert, dass es sich rechnet. Und jetzt kann ich sagen, was hätte ich gerne als Ergebnis? Ich könnte mir Daten aus dem Excel rauslesen. Das heißt, ich könnte hergehen und könnte sagen, okay, ich hätte gerne hier diesen Datenbereich als Daten herausgelesen, ne? Dann entstehen hier auch die Spalten. Oder eben, das beantwortet jetzt die Frage, ich sage Charts und hole mir die Charts aus den Spreadsheet Charts. Sage, okay, jetzt habe ich eine Datenquelle angelegt, die heißt jetzt spannenderweise Excel 1. Soll sein, dass ich trotzdem mal kurz speichern. Und wenn ich jetzt hier in die jetzt hier hineingehe, dann sehe ich hier, dass ich hier diese beiden Diagramme habe. Diese beiden Diagramme kann ich jetzt einfach bei Drag and Drop einfügen und das Image Format, ich mache es mal kurz, ich tue es mal irgendwo rein jetzt. Definiere das hier als Image mit einer bestimmten Größe. Und das war's, damit hätte ich das eingefügt. Ja. Ich möchte es jetzt nicht speichern, weil ich deinen Arbeitsvertrag dann nicht zerstören möchte, aber im Prinzip hätte ich hier jetzt genau dieses Diagramm eingefügt. Das wär's. Okay. Genau, das ist wirklich sehr leistungsstark, muss man wirklich sagen. Man kann da sehr, sehr schnell Diagramme mit erzeugen und halt wirklich auch so E-Mails und Dokumente sehr stark mit aufwerten.
So, nächste Frage. Frank, die geht an dich. Wie hoch wären die Kosten circa für das Standard-Toolkit von Herrn Köllisch? Gibt es ein Standard-Vorgehen für die Einführung? Also das Toolkit, was darunter liegt, gibt es in zwei Versionen, in einer Farm-Version, also unabhängig von der Anzahl der Server, bis 500 User, das liegt glaube ich ungefähr bei 3.500 Euro einmalig. Bei einer Farmlösung ab 500 Usern haben wir einen Preis von 7.800 Euro. Die Einführung ist relativ einfach. Also ich sage mal, die Installation ist ein reines Setup, was einmal auf dem Server ausgeführt wird. Damit steht das Toolkit Ihnen zur Verfügung mit allen Funktionen, die Sie brauchen. Und wir haben auf unserer Website eigentlich eine sehr umfassende Dokumentation für das Thema. Unterstützen Sie aber auch gerne bei der ersten Anwendung der ganzen Themen. Also das Toolkit ist sicherlich nochmal so dieser Werkzeugkasten, mit dem Sie halt nicht nur solche Themen wie das Bewerbungsmanagement realisieren können, sondern halt auch viele andere Prozessanforderungen im Unternehmen umsetzen können. Ich hoffe, das hat das beantwortet. Spitze. So, gibt's, wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, die noch in den Chat einzutippen, sodass wir die noch beantworten können. Gut, kommen keine mehr. Dann sind wir diesmal sogar 5 Minuten vor dem Ende des Webinars fertig. Das ist also perfektes Timing eigentlich. Geht sich noch Kaffee aus? Wunderbar. Ja, wie schon gesagt, Frank, magst du noch einmal die Slide mit den Kontaktdaten auflegen? Ja, gerne. Danke. Wie schon vorher gesagt, wir stehen natürlich auch weiterhin Ihnen gerne zur Verfügung für allerlei Fragen, Bestellungen etc. rund um das Köllisch Toolkit, Bewerbungsmanagement, die weiteren Templates von SharePoint Template und natürlich Docs 42. Ich von meiner Seite sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es für Sie interessant war und dass Sie das in Ihren Projekten oder in Ihren Vorhaben umsetzen können. Und unterstützen Sie gerne dabei. Gut, von meiner Seite herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Frank. Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch von meiner Seite her Spaß gemacht und freue mich auch über Ihr Feedback. Und hiermit beenden wir feierlich dieses Webinar. Wunderschönen Tag noch. Wiedersehen.